So, meine lieben Freunde, lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Subnautica. Gleich an der letzten Folge schließen wir hier an, deswegen kann ich auf die Kommentare nicht eingehen. Wir schauen heute erstmal nach unten links auf gamesplanet.com, ob ihr da ein Spiel findet, das euch gefällt, und dann kauft ihr das. Über den Link, also die Seite könnt ihr erreichen über den Link in der Videobeschreibung, ja. Wenn ihr, das wäre super nett von euch, wenn ihr das machen würdet. Und heute steht an, die Motte bauen. Aber erstmal abhören. High priority automated message from Aurora. Live pod 13 coordinates attached. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okay, Rettungskapsel 13. Ich weiß nicht, was das an Bord hat. Das ist aber auf jeden Fall sehr weit weg. Bei 900 Meter in die Richtung und sieht auch ein bisschen weiter tiefer aus. Also, wir brauchen erstmal das und das, das, das und das und das. So. Dann haben wir 6-mal diese Pilze, ne? 2, 4, 6. Gut. Dann haben wir schon mal für die Batterien. Dann brauchen wir nur noch 3-mal Kupfer. Titan brauchen wir auch nochmal. Dafür müssen wir nochmal lostauchen. Wir brauchen später unbedingt, wir brauchen die, dürfen wir auch noch oder müssen wir noch im Hinterkopf behalten für die Batteriestation, ja. Oh, das sind 4 Titan. Lauf bloß weg, ja, ja, hau bloß ab. Das hier können wir eigentlich mal zu Hause lassen. Das braucht man eigentlich nur, wenn man eine Basis bauen will, und das wollen wir ja, wenn wir unterwegs sind, nicht machen. 50% Energie haben wir noch in der Battery drin, hier in dem Taschenlampe. Wo ist Titan hier? So, hier sonst immer überall rum. Und in der letzten Folge war auch sehr spannend. Wir haben endlich eine Ecke gefunden, wo es Diamanten und so gibt. Ich hoffe natürlich, dass das auch naturmäßig noch nachwächst. Ich habe jetzt gerade nach oben geguckt, weil da so ein Arschloch an der Wand hängt, das wieder uns jagt, dabei schreit wie so ein Bescheuerter und dann explodiert. Das müsste Titan auch sein, ja. Oh, das ist hier was Spezielles. Silbererz. Ganz geil. Genau. Und den Unterschied habe ich schon erklärt. Hier ist auch wieder was Spezielles drin. 30 Seconds. Ja. Da ist Titan. Dubiduba. So, und wieder runter. Dann holen wir uns erstmal das Titan da noch. Da unten. Taschenlampe brauchen wir jetzt nicht mehr. Salzablagerungen sind ja hier überall gang und gäbe, ne? Wir müssen nur gucken, dass dieser Blähforzer nicht über uns ist, weil ich möchte nicht, dass der uns... Ich möchte nicht, dass der uns voll dünnt. Oh, von wo er ankam, der Kleine. Der ist immer sauer, wenn ich ihn sein Titan da wegnehme, das da am Boden liegt. Da ist er dann immer ganz angepinkelt. Das mag er nicht. Das mögen die allgemein nicht, wenn man denen das wegnimmt. Ihr Spielzeug. So, wir gehen jetzt nach Hause. Und schauen mal, was wir sonst noch vergessen haben. Wir müssen zweimal Batterien machen. Welcome aboard, Captain. Hi. Wir müssen zweimal Batterien machen. Also, wir brauchen erstmal Glas. Wir brauchen Titan. So, dass wir einen Titanbarren bauen können. Ja, den können wir jetzt bauen. Wir machen trotzdem noch mal ein bisschen mehr Titan. So, dann haben wir... Batteriepflicht. Batterie, genau. Kupfer. 1-2-mal Kupfer. Titan kann erstmal rein. Silber auch. Blei brauchen wir. Kupfer brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das nehmen wir auch nochmal mit.
Dann brauchen wir noch nicht mehr. Blei kann zurück. Glas. Wir brauchen nochmal Glas. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch nochmal Quarz. Haben wir Quarz hier? Ja, wir haben Quarz da. Ist hier, der Schrank ist auch schon wieder fast voll. Ja. Das ist also mit den Ressourcen immer so ein Ding. Ich finde, das ist das Einzige, was sie noch ändern sollten, dass die Ressourcen stackbar sind, weil es nimmt ultra viel Platz weg und das nervt. Silikon brauchen wir noch. Silikongummi und wir brauchen noch einmal Glas. Und wir brauchen ein Silikongummi. Wir brauchen ein Silikongummi. Haben wir noch Silikongummi? Ja, haben wir noch jede Menge. Jede Menge Silikongummi haben wir da. So, und dann machen wir eine Energiezelle. Dann müssen wir aber noch eine Batterie herstellen. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine Batterie, weil wir ja nochmal ein Silikongummi herstellen möchten. Das haben wir schon. Also, wir haben die Energiezelle, 100%. Wir haben den Titanbarren. Wir haben zwei Batterien. Aber wir können leider nur aus den vollen Batterien, gut das zu wissen, nur Sachen herstellen. Das heißt, hier packen wir erstmal die leere Batterie rein. Weil die bringt erstmal nichts. Und falls ihr euch fragt, was macht der Spaß, die da? Meine Nase. So, dann machen wir noch... Achso, du warst das. Keule, erschreckt mich nicht. Wir brauchen Glas. Zweimal haben wir. Wir haben den Titanbarren, wir haben die Energiezelle und wir haben Blei. So, das heißt, wir haben eigentlich alles. Wir wollten aber noch einmal eine Batterie bauen. Dafür brauchen wir aber auch nochmal das Silikongummi. Damit wir noch eine Batterie bauen können, ja? Elektro. Okay, das sind die einzigen Sachen, die ich wirklich nicht zu Hause habe. Und ich glaube auch niemals auf Vorrat sammeln würde. Das sind diese Dinger hier. Weil die Scheiße vor der Tür liegt. Und das kann man holen wie das da. Vielleicht kann man es ja auch anbauen. Wir können ja mal gucken, ob man es anbauen kann. Ich weiß es halt nicht. Electro Battery 1. Battery 2. Nee, oh, geht los. Ah ja, wir hatten ja, wir brauchen ja noch eine. So, zack, boom, da haben wir nochmal eine. So, jetzt gehen wir raus und werden an der mobilen Station unsere Modde bauen. Hopp rauf auf den Kasten. So, ran an die Modde. Fahrzeug und dann bauen wir das Teil. Safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Gesäßmuskel. Da ist die Keule. Die Seemotte ist, ich glaube, einer der geilsten Fahrzeuge. Wir können die auch noch modifizieren. Hier kann man zum Beispiel Module reinpacken. Ja, damit sollten wir aber auch nur irgendwo hin. Hier kann man so Torpedos ranbauen. Dann gibt es hier irgendwo auch noch normalerweise so ein extra Schrank, den wir machen können. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in die Modde. Ja. So, das ist hier. Zack. Welcome aboard, Captain. Und dann können wir hier mit nämlich rumfahren. Und die ist ziemlich schnell und groß. Wir bräuchten auch eine... also was wir bräuchten, ist ganz wichtig, eine Andockstation. Das ist irgendwie das A und O. Eine Andockstation brauchen wir irgendwann mal. Ich kann die aber, glaube ich, noch nicht bauen, weil wir das noch nicht gedingst haben. Gescannt, glaube ich. Oder? Oh Gott. Wo kriege ich denn die scheiß Andockstation her? Leute, das ist alles so lange her. Ich habe das Spiel schon seit 3 Jahren oder 2 Jahren oder wie lange? Ja, 2 Jahren habe ich das Spiel schon. Oh Gott, wie baut man denn die Andockstation? Weil die baut man ja normalerweise draußen. Da kann man denn das Fahrzeug reinfahren und warten und das wird dann festgehalten. Das sieht ultra geil aus. Wir müssten mal gucken. Innenräume. Scannerraum ist nicht so wichtig. Mehrzweckraum ist auch nicht wichtig. Ist das schon mit drinne? Ich glaube nämlich nicht mal, dass das mit drinne ist. Das ist ja das größte Problem, was wir haben. Fuck my... Fuck my... Nose. Das hier müssen wir nochmal machen. Lithium und 3x Titan brauchen wir auf jeden Fall. Lithium, 3x Titan. Leute, Lithium, Lithium... Und 3x Titan. Lithium war das hier.
Lithium und dreimal Titan. So. Weil ich möchte doch noch einmal ganz gerne unsere Basis verstärken, ja. Das gibt nämlich 7 Hülle. Und das brauchen wir. Weil wir wollen ja auch irgendwann die Basis erweitern. Und wenn wir diese Basis erweitern, dann muss die Hülle, also die Hüllenstruktur, sehr stark sein. Und dafür brauchen wir halt noch einmal am besten Titan. Und dann Quartz. So, und wir müssen nachher zu dem Spot nochmal, wo wir eigentlich hin wollten, da. Ziemlich weit unten, aber wir gehen da einfach mal hin. Oder wir schwimmen dahin. Mit Oskar, unserem Kollegen. Ne, Oskar? Oskar, sag was. Du blamierst mich hier. Ja, Oskar sagt auch ja. Ich spreche für Oskar. Oskar sagt ja. Wir müssten aber auch einmal, ich glaube, was ich irgendwann mal machen werde, das mache ich aber offline. Ich sammle einfach ultra viel Titan und mache so einen ganzen Schrank mal voll, weil so diese Farming-Sachen, finde ich, müsst ihr nicht sehen, ja. Das ist langweilig. Und wenn was Spannendes ist, dann würde ich auch das Video anmachen, damit ihr nichts verpasst. Und dann noch einmal zwischendrin ein bisschen Werbung machen. Gamesplanet.com, meine lieben Freunde, steht da unten. Unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung könnt ihr aufklappen. Und dort findet ihr auch einen Link zu Gamesplanet.com. Dort gibt es Spiele reduzierten Preises. Und das wäre super zuckersüß und sexy von euch, wenn ihr dort eure Spiele in Zukunft kaufen würdet, weil das unterstützt mich. Damit unterstützt ihr automatisch mich und ihr bezahlt nicht mal mehr, weil nur weil ihr mich da unterstützt oder wie man das sagt. Ihr wisst, was ich meine. Also kauft eure Spiele da. Strich durch! Das ist diese Vakuum-Bock. Nee, Seegleiter. Okay, den Seegleiter hatten wir ja schon. Ah, das ist so Seegleiter-Sachen und so, die sind am Anfang immer sehr leicht zu finden. Titan, Baby! Schön, dass hier überall diese Fragmente rumschimmeln. Von diesem Schiff, das explodiert ist. Oh, das hier kenne ich auch noch. Oh ja, das kenne ich auch noch. Hier gibt es auch Fragmente zum Einscannen. Wir bräuchten halt am besten... Am besten wäre halt... Ja. Nimm mal ein bisschen was mit. Am besten wäre halt dieses... Hier sind die Riffrücken auch, oder? Hier schimmeln die Riffrücken rum. Was halt mal Zucker wäre, ist wieder ein abgestürztes Wrackding. So wie das da hinten. Weil da finden wir meistens irgendwelche coolen Sachen. Ich habe trotzdem immer so ein bisschen Bange, dass hinter mir irgendwas ist. So, hier wäre ja Radioactive Man und so. Weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, dass er auf jeden Fall hier nicht in der Nähe irgendwo so ein verfickter Reaper ist. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, die waren da drunter. Oh, ein Kaffeeautomat. Guck mal, hier. Seit wann konnte man... Also wenn der Kaffeeautomat jetzt benutzt werden kann, wäre das natürlich geil. Weil früher war das so, dass man den Kaffeeautomaten einfach mitgenommen hat und so hingestellt hat, als Deko-mäßig. Mehr konnte man mit dem aber auch nicht machen. Das werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen, den Scheiß. Schwefelpflanze. Und wenn man das scannt, eigentlich so die ganzen Sachen, dann findet man das eigentlich schon raus. Wofür was ist und so, ne? Kaffeeautomat? Wir waren jetzt nur wegen dem verfickten Kaffeeautomaten hier, oder was? Ah, da ist noch ein Schrank offen. Wow. Da vorne ist noch ein Wrack, das ist gut. Ja, jetzt kommen wir in die Nähe des Reapers. Da wird uns auch unser kleines Messer hier nicht helfen. Der Reaper ist immer da hinten in der Nähe. Also hier sollten wir wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Ich
Weil da hinten, wenn es weiter runter geht, da kommt dann der Reaper, der Kollege. Und mit der Seemotte möchte ich einem Reaper ja ungern begegnen. Haben wir unser Reparaturwerkzeug dabei? Ja, haben wir. Vielleicht geht dann auch die Tür hier auf und dann können wir da rein. Aha. Und was da? Seegleiterfragment haben wir ja schon. Hm. Das ist doof. Schade, das war jetzt nur wegen dem Seegleiterfragment. Also ich hätte mir das cooler vorgestellt. Was ist hier? Bürostuhl haben wir noch nicht. Ich bin nur nicht da so weit nach unten, doch da hinten. Wir haben nur noch 30. Lower Stuff. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Okay. Hier war nur der Bürostuhl, gut. Dann schauen wir mal, dass wir wieder zurückschimmeln. Aber gegen den Reaper können wir bis jetzt nichts machen. Der, ich glaube, der ist auch so schnell, dass der uns wirklich kriegen würde. Wenn der da richtig Bock drauf hat, uns zu zerfetzen, dann macht er das auch einfach. Ich habe nichts gekocht das bis jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Energiezelle. Mit dem laufen wir ja noch rum. Batterie hätten wir noch mal bauen können. Haben wir eine Batterie dabei? Haben wir nicht. Nein. Wir hätten eine Batterie bauen können, dann hätten wir jetzt den Klein benutzt, um dann abzuzischen. Wir brauchen auch noch irgendwann, aber das ist Zukunftsmusik, ja. Modifizierungsstation. Mit der Modifizierungsstation können wir nämlich unsere Flossen bearbeiten. Das heißt, wir können bei unseren Flossen noch was verändern. Also wir können die super, super, hyper, duper machen, dass wir da voll krass am Dings sind. Wie heißt denn das? Wir sind schneller beim Schwimmen. Dass ich auf sowas Behindertes nicht komme. Wir könnten ja die Seemotte nehmen und mal dahin tuckern, ne? Das werden wir mal machen. Wir werden mal die Seemotte nehmen. Und mal abtuckern. Vorher werden wir natürlich vorher nochmal ordentlich was essen. Weil uns plagt schon wieder der Hunger. Ich glaube, das ist das Einzige im Spiel, was ein bisschen langsamer gehen könnte. Kollege, ich brauche dich. You are my best friend. Wie viele haben wir denn von den Glubschis? 4 Stück. Okay, das reicht. Die Mutter hängt hier noch. Welcome aboard, Captain. Könnten wir aber auch eigentlich trotzdem nochmal verbrauchen. Also, erstmal hier ran. Nee, nicht hier ran. Erstmal hier ran. Und dann das Erste, was wir machen, wir verbrauchen erstmal ordentlich Titan. Einmal Glas machen. Und dann werden wir auf jeden Fall die, ist diese kleine, dieses kleine Fahrzeug, was wir dabei haben, das werden wir erstmal in den Schrank packen, weil wir brauchen es ja erstmal nicht. So, das war's erstmal. Titanbarren könnte ich machen. Wir brauchen jetzt aber erstmal Drinky Drink. Und normalerweise, wenn wir noch irgendwo einen Topf hinstellen oder so, dann bräuchten wir auch eigentlich schon fast gar keine Ressourcen mehr. Und außerdem hatte ich nicht irgendwie Sachen gesammelt, um ja, ich weiß, das könnten wir aber will ich nicht. So, 90. Wollten wir nicht normalerweise Dings machen? Wir wollten doch noch irgendwas machen. Wir wollten keine Energiezelle machen, sondern noch irgendwas mit Batterien. So, Glas. Titan, 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 Titan. Und dann geht's hier weiter mit den nächsten Ressourcen. So, die Energiezelle kommt natürlich mit. Säurepilze können wir erstmal reindroppen. Hier ist unsere Mischmasch-Kackkiste.
Hier ist unser leerer Batterie-Dings. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das brauchen wir definitiv. Und wir haben irgendwas mit neuen Baumplänen. Ja, wir haben einen schönen Bürostuhl und wir haben einen Kaffeeautomaten. Wartet mal. Wir können das ja mal bauen. Wo ist denn das? In eine Richtung. Wo klatschen wir das an die Wand? Hier? Hier kommt unser schöner Kaffeeautomat hin. Kann man den dann auch benutzen? Wow. Das ist das, was ich meinte, ne? Oh, doch. Oh Gott, man kann es trotzdem doch machen. Holy shit! Das geht doch! Aber wir fressen die Tasse gleich mit. Ha! Kenne ich gar nichts, Alter. Easy. So, gut, haben wir gemacht. Es sollte Tag werden. Oh, die Motte ist an. Fuck. Welcome aboard, Captain. Können wir die scheiß Dings nicht anlassen. So, wir haben noch ein paar Minuten, deswegen wir zappen mal rum. Boah, wie geil wir springen können. Die Motte ist geil. Ich finde, das ist eine der coolsten Fortbewegungsmittel. Und es gibt dann noch den Titan. Ich glaube, das Ding heißt so, ja. Das ist sau fett. Das Problem ist nur, wir können mit dem Kollegen hier nur 200 Meter tief tauchen. Das können wir natürlich mit Modifikationen ändern, ja. Guter Trick ist hier aber, wenn wir auf eine gewisse Tiefe runtergehen, können wir, das ist ja 150, 175 Meter tief. Oh. Kacke. Das ist 175 Meter tief. Und ich glaube, hier gibt es auch immer was Besonderes. Also bei den Absturzstellen gibt es normalerweise immer guten Shit. Will das hier kein Reaper sein oder sowas? Ich glaube, es wird bald Tag. Ich habe Angst. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. So. Und wir können ja jetzt auf so viel Meter runter. Und das Coole ist, in diesem Gerät hier atmen wir ja, ne? Das heißt... Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Gönn dich mal, Baby. So, wir können jetzt erstmal hier rein und mal gucken, was hier drin ist. PDA. Integrating new PDA data. Wow. Oh mein Gott. So viel gutes neues Zeug. Kappa. Wow. Was für ein Scheiß. Leck mich am Arsch. Ist ja gar nichts. Guck mich nicht so an, du blöde Kuh. Hm. Wir haben jetzt nur ein PDA neu gekriegt. Muss mal Licht ausmachen. Was wird E-Tag? So, PDA. Was ist das hier, Aufzeichnungen? The biomass in this area is dominated so, das by das. Plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Schon beängstigend hier, ja? Also so ein bisschen. So ein Riffrücken, oder? Jo, Riffrücken. Guckt euch diese riesen Viecher an, Alter. Das ist unglaublich, wie groß die sind, ne?
Guck mal, guckt euch mal so einen Riffrücken an. Und dann guckt euch mal meine Motte im Gegenzug an. Hammer, ne? Krasse Riesenviecher, Mann. Wir gucken mal, ob wir da unten irgendwas finden, ja? Ah, die Folge ist gleich vorbei, Keule. Die Folge ist leider gleich vorbei. So viel können wir hier leider nicht mehr entdecken, Leute. Aber es sieht sehr schön hier aus, ne? Diese Pilzgeschichte hier und so. Das unterschätzt man immer leicht mit der Größe der Seemotte. Was ich noch weiß, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, am Rand von sowas hier zum Beispiel, liegen auch manchmal Sachen zum Einscannen. Aber wenn wir hier weiter rausschwimmen, sollten wir tatsächlich aufpassen. Da ist unser Reaper-Kollege. Das ist ein Reaper, meine Damen und Herren. Das ist ein Reaper. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Okay. Ich hau ab. Are you certain whatever you're doing is worth it? Ich hau ab. Tschüss. Leviathan-Größe, hat er gesagt. Habt ihr gehört, ne? Und da muss man dann ganz besonders vorsichtig sein bei, liebe Freunde. Hier ist ein Teil von einer Seemotte, glaube ich. Ja. Seemottenfragment. Aber das haben wir ja schon. Von daher brauchen wir das hier nicht mehr. Jo, das war eine Keule, ne, wo man ein bisschen aufpassen sollte, weil der... Oh, Entschuldigung. Der grabbt uns nämlich und dann ist vorbei. Ja, mit uns. Ja, wir müssen erstmal die Welt weiter erkunden. Wir brauchen Seemotten-Upgrades. Wir kommen hier bis auf 2 Meter, 200 Meter runter und das war's dann. Quarz, okay. Hopp. Rein hier. Hier gibt's zum Beispiel Sachen zum Abbauen später. Die können wir aber nur mit Dings abbauen. Gold, die können wir nur abbauen mit diesen... Da gibt es noch so ein bestimmtes Gefährt, was wir benutzen können, um Sachen abzubauen. Was ist das hier? Gamma-Raum. Ah, cool. Fehlt uns nämlich noch. Oh yeah, baby. So, Scannerraum haben wir auch. Gut, dann haben wir den Scannerraum. Jetzt müssen wir halt nur noch nach den Raum suchen, wo wir dann halt unser... Also dieses... Die Seemotte mit andocken, ja, das ist wichtig, das brauchen wir noch. Und dann müssen wir nochmal gucken, es gibt noch überall Updates, Upgrades, wo wir Raketenwerfer mitschießen können und so weiter und so fort, dass wir uns ein bisschen verteidigen können. Es gibt auch so ein AOE-Stromlevel und eine Kiste, dass wir hier mehr Loot reinpacken können und. Also es gibt noch jede Menge mehr, was wir noch nicht entdeckt haben. Ja, es geht auf jeden Fall noch weiter. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Gamesplanet.com, schaut da rein, kauft eure Spiele dort. Würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part Subnautica wieder. Ich tucker jetzt nach Hause und mach mir einen Lenz. Tschüss.